Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es in diesem Video um den ehemaligen Angriff auf die Mönitalsperre im Zweiten Weltkrieg. Die Bedeutung ist klar von der Mönitalsperre, zum einen um den Wasserbedarf auszugleichen und zum weiteren um die Wasserkraft zu nutzen, um Strom zu erzeugen. Die Mönitalsperre gehört zu den größten überhaupt in Deutschland und nach der Seeoberfläche ist sie sogar die größte in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Aufnahme habe ich direkt an der Talsperre gemacht von einem Foto, was dort ist, das habe ich abfotografiert. Den Deutschen war klar, dass es die Achillessehne wäre im Zweiten Weltkrieg, wenn es zu einem Zweiten Weltkrieg kommen würde. So wurde dann im Umfeld Flakscheinwerfer aufgebaut und auf den beiden Türmen, die ihr seht, von der Mönitalsperre, befanden sich Flugabwehrgeschütze. Das ist eines der sogenannten Flakscheinwerfer. Aber auch die Alliierten waren sich der Wichtigkeit der Mönitalsperre bewusst und haben bereits vor dem Zweiten Weltkrieg geübt bzw. experimentiert, wie man die Mönitalsperre zerstören könnte, wenn es zu einem Krieg kommen sollte. Um die Mönitalsperre zu zerstören, war es erforderlich, ein Flugzeug einzusetzen, was eine schwere Rollbombe transportieren kann. Das war die Lösung, die man sich ausgedacht hatte, da vor der Mönitalsperre Torpedonetze aufgespannt waren. Hier seht ihr eine solche Rollbombe, die wird auf eine Drehzahl gebracht, damit sie dann übers Wasser hüpft und gleichzeitig auch über die Torpedonetze, um somit möglichst dicht an die Mönitalsperre zu gelangen. Hier seht ihr eine Rollbombe unterhalb eines Flugzeuges montiert und hier nun eine Skizze bzw. eine Ansicht, wie das Ganze verwirklicht werden sollte. Hierfür wurden im Vorfeld zahlreiche Experimente von den Engländern durchgeführt, bis man der Meinung war, jetzt könnte es funktionieren. Und es kam eben halt zum besagten Tag, den Angriff auf die Mönitalsperre. Der eigentliche Angriff erfolgte am 16. Mai 1943, aber zwei Tage vorher wurden bereits Kontrollflüge übers Mönital durchgeführt von den Alliierten. Zur Ablenkung flog man dann auch noch über Dortmund und über Duisburg, um die Deutschen zu verunsichern. Der Angriff erfolgte durch 9 Lancaster-Bomber von den Alliierten und die hatten halt die Aufgabe, diese Rollbomben dort abzuwerfen. Alles, was dann noch über ist, sollte zu den weiteren Talsperren gebracht werden, aber vorrangig war es die Mönitalsperre. Die Alliierten trafen auf schwache, aber aggressive Verteidigung. Es waren zu dem Zeitpunkt des Angriffes nur 6 2 cm Geschütze im Einsatz. 2 Stück auf den beiden Türmen, die ihr hier sehen könnt. 2 unterhalb der Sperre und eine am Anfang und eine am Ende von dem Ganzen. Dass die Alliierten Erfolg hatten, zeigen die folgenden Aufnahmen. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt. Man geht von 1300 bis 1600 Toten aus. Hier dann noch ein paar weitere Aufnahmen von damals, die das ganze Ausmaß der Katastrophe zeigen. In den damaligen Statistiken wurde nicht berücksichtigt, was das Ganze für Umweltschäden nach sich gezogen hat, zum Beispiel Tierkadaver, die das Grundwasser dann verseucht haben. Hier dann noch Fotos, die ich benutzen darf aus der damaligen Zeit, bevor wir zu den Aufnahmen kommen, die ich heute gemacht habe. Und die zeigen, wie die Mönitalsperre heute aussieht.
So sieht die Mönitalsperre heute aus, friedlich, so wie es sein sollte. Und diese darf problemlos besichtigt werden. Das sind die beiden Türme, die ihr bereits in dem Video gesehen habt. Und auf diesen waren damals zwei der insgesamt 6,2 cm Flachs montiert. Das hier ist die Rückseite von der Mönitalsperre, also von der anderen Seite sind die Angriffe erfolgt. Im Hintergrund die Mönitalsperre mit einem der beiden Türme. Man kann also problemlos um das Ganze umzulaufen, wenn man denn gut zu Fuß ist. Auch diese Aufnahme stammt von der Rückseite der Mönitalsperre, also da, wo praktisch das Wasser hindurchgebrochen ist. Hier die letzte Aufnahme von der Mönitalsperre, bevor ich mich verabschieden möchte. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr mir einen Daumen in nördlicher Richtung gebt und bis zum nächsten Mal.